Meine Lieben, wir sehen vor uns das Stadterhebungsmonument. Es wurde zu der 700-Jahresfeier erstellt. Der Künstler Bert Gerresheim hat zu diesem großen Jubiläum der Ringung der Stadtrechte drei Sequenzen aus der Geschichte der Stadt sichtbar gemacht, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sehen auf der linken Seite die Schlacht bei Worringer. Die Düsseldorfer haben den Grafen Adolf von Berg V. unterstützt. Der Graf konnte als Sieger aus dieser Schlacht hervorgehen. Und als Dank hat dann der Graf Adolf von Berg V. Düsseldorf die Stadtrechte verliehen. In der Mitte sehen wir die Urkunde, mit der Düsseldorf zur Stadt erhoben wurde. Wir sehen also eine Kurzfassung in der deutschen Sprache. Das Original ist natürlich in Latein. Wir sehen hier zwei Unterarme. Sie stehen stellvertretend, der linke für die Ehefrau von dem Grafen Adolf von Berg V., Elisabeth van Geldern. Wir sehen wunderbar, dass sie mit ihrem Siegel versehen ist. Und der rechte Unterarm zeigt den Grafen Adolf von Berg. Und wir sehen auch wunderbar, er wird dargestellt in einer Kampfszene. Die hatte er gerade ein Jahr davor in seiner Darstellung aufgenommen. Wir sehen unten Stadtpläne, die zeigen, wie sich Düsseldorf nach und nach zu dem entwickelt hat, was es heute ist. Wir sehen hier wunderbar das erste bekannte Siegel der Stadt. Es zeigt die Lambertuskirche in der Darstellung, also der Vorgängerbau der heutigen Lambertuskirche. Dahinter sehen wir die Lippische Rose, den Bergischen Löwen, Insignien, die nach und nach in die Familie derer vom Berge aufgenommen worden sind. Und wir sehen als dritten Teil dargestellt einen Wagen. Damit wird gezeigt, dass mit Erhebung zur Stadt Düsseldorf die Stadtrechte verliehen worden sind. Wir sehen, Kohle wurde hier gehandelt, rechts unten, dann hinten rechts Eier. Wir sehen Gurken hier vorne, wir sehen Bier, Bert Gerresheim hat nämlich hier moderne Verschlüsse genommen für die Bierflaschen, weil er zeigen will, dass das Alte dauernd von dem Neuen und umgekehrt durchwoben wird. Stoffballen, sie stehen für den Handel, der die Stadt groß gemacht hat. Und auf der rechten Seite sehen wir vier Päpste, die wie aus einem Bild hervortreten. Alle vier hatten mit der St. Lambertus Kirche hinter dem Monument etwas zu tun. Und wir sehen hier rechts einen Mönch, er zieht einen Schrein aus dem Bild heraus. In diesem wird dargestellt die Reliquie des heiligen Apollinaris, er ist der Stadtpatron von Düsseldorf. Die Darstellung des Stadterhebungsmonumentes schließt ab mit einer Ranke, mit einer Weinranke. Damit wird hier der Gegenpol gesetzt zu der anderen Seite, wo ja Krieg und Verderben dargestellt wurde. Und wir hören wunderbar hier vor dem Stadterhebungsmonument fließt der nördliche Arm der Düssel. Und Bert Gerresheim hat auch dieses Gitter hier dargestellt. Sie sehen hier ein Rad und im Rad innen sehen Sie geschrieben mit Fischchen Düssel, und auf den Brückenpfeilern links und rechts Bedeckungen, Kopfbedeckungen von wichtigen Düsseldorfern. Sie sehen zum Beispiel hier den Kurhut von Jan Wellem, den wichtigsten Stadtfürsten des Barocks, oder aber Sie sehen hier die Schellenkappe von Hoppeditz, er ist ja die Verkörperung des Düsseldorfer Karnevals, und hier zwei Schlapphüte, der eine gehört Beuys, der ja hier an der Kunstakademie unterrichtet hat.